Steil abfahren und steil hochkraxeln. Moderner Outdoor-Sport hat viele Facetten. Alles dreht sich um das Thema Berg. Wir begleiten zwei Extremkletterinnen im Yosemite Valley und Deutschlands besten Einradfahrer Lutz Eichholz im Iran mit der Befahrung des Damavand, eines der höchsten freistehenden Berge der Welt. Außerdem drei Österreicher an der Bürser Platte, einem Monolithen. Wir starten im Yosemite. Okay, warte 5 Sekunden, dann geht's los. Okay, erster Klemmkeil ist bereit, dann Expresse, dann zweiter Keil, dann dritter Keil, okay. Wir wären dumm zu behaupten, dass wir kein Risiko eingehen. Ich meine, ich klettere die ersten 16 Seillängen an 19 Klemmgeräten. Ich war 2009 das erste Mal im Yosemite Valley. Ich wollte unbedingt El Cap freiklettern. Das war eines meiner größten Ziele im Leben. Ich weiß noch genau, wie ich auf meinen ersten Riss zulief. Eine 5.6 oder so, vollkommen unwissend. Wo waren die Griffe? Was sollte ich tun? Eine Woche später stieg ich in Freerider ein und danach war ich süchtig nach diesem Tal. Ich war 2009 im Yosemite Rettungsteam. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich El Cap noch nicht mal geklettert und einer der Jungs, Sky Detray, meinte, der Speedrekord der Damen an der Nose liegt bei 12 Stunden 15 Minuten und ich meinte, also das schaffe ich auch. Vergangenes Jahr haben Libby und ich einen neuen Speedrekord mit 5 Stunden und 39 Minuten aufgestellt und als wir oben ankamen, wussten wir, dass wir schneller können. Ich glaube, gestern mussten wir uns erst wieder an diesen Kletterstil gewöhnen. Wenn man gewohnt ist, sich an Bohrhaken zu sichern, selbst bei extremen Crad Climbing, sichert man sich gut ab und hat immer einen fixen Stand. Und auf einmal muss man 1000 Meter klettern, bei denen oft nur eine Sicherung zwischen uns liegt. Dann darf man einfach nicht stürzen. Wir haben es geschafft. Das war hart. Knapp unter 8 Stunden. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die wir verbessern können. Yep, wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Im Prinzip waren wir heute grottenschlecht. Es war gut, wir haben eine Menge gelernt. Stell sicher, dass du eine Echse am untersten Bohrhaken setzt. Das ist entscheidend. Ich denke, bei diesem Kletterstil steht das Vertrauen im Vordergrund. Man braucht das für den Partner. Man muss wirklich als Team arbeiten und sich blind vertrauen, sonst funktioniert es nicht. So, Füße, seid ihr soweit? Ich steig ein. Fixpunkt ist gesetzt, kletter weiter. Ungesichert, ich brauche noch 2 Züge. Ich habe überall Krämpfe. Bist du okay? Musst du dich übergeben? Ich weiß nicht, ob wir 4 Stunden knacken können. Noch 1 oder 2 Versuche, aber ich denke, wir kommen dicht an die 4,5. Auf jeden Fall unter 5. Wenn ich mich ausklinke und soweit bin, dann haben wir keine Sicherung bis... Es ist ziemlich riskant. Man kann sehr tief stürzen. Und wenn ich stürze, dann werde ich hoffentlich nicht sterben. Aber es wird extrem lange dauern, bis ich in dieses Seil falle. Nice job. Good job. 2:10, Libby. Yeah, I don't give a shit. Don't tell me about the time. Okay. Am nächsten Fixpunkt. Schön, wir haben Material. Da ist ein Haken. Super. Dieser Haken ist unser letzter. Lass einfach das Seil nach. Ja, Marian. Schick mir das Rack. Das ist der Anker. Ich habe kein Seil mehr. Du musst mir mehr geben. Bind es einfach ab. Wir sind im Moment nicht gesichert. Noch 3 Meter. Zwei
2 Jahre lang hat sich Lutz Eichholz auf seinen Weltrekordversuch vorbereitet. Auf den Damerwand gekommen bin ich mal eine Liste der höchsten Berge der Erde. Und da steht er an prominenter Stelle, weil er so weit aus seiner Ebene herausragt. Und sofort habe ich gedacht, wenn man diesen Berg irgendwie mit dem Einrad abfahren kann, das würde einen Traum wahr machen. Aber erstmal muss man überhaupt gucken. Viele Berge, die so hoch sind, sind nur erkletterbar. Da kommt man nur mit wochenlangen Expeditionen hoch. Und als ich langsam entdeckt habe, dass es vielleicht möglich sein könnte, da runterzufahren, war ich sofort Feuer in Flamme, habe stundenlang im Internet recherchiert, Bilder mir angeschaut, versucht, Wanderbeschreibungen zu finden. Damerwand-Projekt ist für mich wirklich die Herausforderung meiner Einradkarriere. Das wäre der höchste Berg, der je mit dem Einrad runtergefahren ist, wenn alles klappt. Und damit wird für mich ein jahrelanger Traum in Erfüllung gehen. Ich habe so viel trainiert dafür, so lange geplant und hoffe, dass jetzt alles gut läuft. Wir sind jetzt 2 Stunden von Teheran entfernt und kommen langsam in die Einsamkeit der Berge. Die Straßen hier sind überhaupt nicht vergleichbar mit denen in Europa. Was hier eine Autobahn ist, wird man bei uns zu Hause vielleicht noch Feldweg bezeichnen. So holprig geht es dazu. Man merkt auch, dass wir sehr auf uns allein gestellt sind hier. Es gibt keine Bergrettung, gibt eigentlich überhaupt nichts. Also man muss sich auf sich selbst nicht verlassen können. Aber es ist auch wunderschön. Ich bin schon auf 5 Kontinenten Einrad gefahren, habe wirklich sehr viele Projekte an unterschiedlichen Orten gemacht. Aber im Iran war ich noch nie. Von dem Land weiß ich auch gar nicht so viel und bin deswegen extrem heiß darauf, jetzt diesen Berg und das Land kennenzulernen. Die ersten 500 Höhenmeter waren noch fahrbar, aber ab da war dann schon Tragen und Schieben angesagt. Es ist ein unglaublich rutschiger Weg hier. Der Iran ist ein Wüstenland und das merkt man selbst auf diesen Höhen noch. Überall ist Sand und Staub und man muss wirklich aufpassen, dass man nicht zu Fuß ausrutscht. Und jeder Schritt ist hier schon sehr anstrengend. Wir wollen in 5 Tagen den Gipfel erreichen und übernachten dabei in 2 Lagern auf 3000 und 4000 Meter. 80% der Leute, die versuchen, auf den Damerwand zu gehen, haben Riesenprobleme mit der Höhe und werden schwer krank und die meisten davon scheitern. Der ständig ausstoßende Sulfurgestank macht das Atmen zu einer Qual. Es sind sowieso nur noch 50% des Sauerstoffs vorhanden. Und immer wenn man einatmet, kriegt man noch diesen ätzenden Geruch in die Nase, sodass man wirklich viele Probleme bekommt. Die Nacht war die schlimmste meines Lebens. Völlige Kopfschmerzen, Übelkeit. Ich habe mehrmals überlegt, einfach aufzugeben. Aber ich habe so lange vom Damerwand geträumt, dass ich mich dann doch gezwungen habe, weiterzumachen. Wir haben jetzt ungefähr 5 Uhr. Gleich geht's los zum Gipfel. Wir werden wahrscheinlich so 7 Stunden brauchen. Mal leichter vorgestellt. Sind jetzt auch 5000 Meter. Aber die letzten 100 waren echt eine Qual und 700 liegen noch vor uns. Die Aussicht ist dafür geil. Die letzten Höhenmeter am Gipfelplateau waren eine Qual. Ich musste mich immer wieder hinsetzen und war mir noch kurz vorm Gipfel nicht sicher, ob ich es überhaupt schaffe. Als ich dann angekommen bin, habe ich es überhaupt nicht realisiert, weil mein Kopf wie in Watte war. Ich wusste überhaupt nicht, dass ich am Gipfel stehe, musste mehrmals nochmal tief nachdenken, um überhaupt zu verstehen, was jetzt la Sache ist. Aber sobald ich dann aufs Rad gegangen bin, wurde mir klar, dass jetzt 2 Tage vom besten Downhill vor mir liegen. Das ist die höchste Abfahrt, die je mit dem Einrad gemacht wurde. Und alle Strapazen waren ziemlich schnell vergessen und ich hatte ziemlich viel Spaß und war froh, dass es gut geklappt hat, dort zu fahren.
letzten 5 Tage waren echt ein Auf und Ab. Mehrmals habe ich gedacht, keine Chance, da oben Einrad zu fahren. Trotz all dieser Qualen plane ich schon die nächste Expedition, weil wenn man es geschafft hat, gibt es einfach keine bessere Belohnung als die Erinnerung an so einen coolen Trip. Die Bürser Platte ist ein dunkler, 40 Meter hoher Monolith. Blickt man vom Wandfuß nach oben, sieht man auf den ersten Blick nur glatten, strukturlosen Fels. Eine Raufasertapete. Feinste Rissspuren durchziehen die glatte Oberfläche. Diese kleinen Risse und die wenigen Löcher im Gestein erlauben es, die Routen clean zu klettern. Die Kletterer sichern sich hierbei ausschließlich mit mobilen Mitteln. Die Besonderheit bei dieser Form des Kletterns ist, dass der Fels nach der Begehung möglichst keine Spuren aufweist. Richtig eingesetzt fangen Klemmgeräte und Keile einen möglichen Sturz auf. Diese Form der Absicherung erfordert Vertrauen und Erfahrung. In die eigene Psyche, das eigene Kletterkönnen, in die selbst angebrachten Sicherungen und den Sicherungspartner. Es ist ein komplexes, anspruchsvolles Klettern. Barbara Zangerl, Beat Kammerlander und Alex Luger sind Spitzenkletterer. Unter ihresgleichen genießen sie Rang, Ruf und Renommee. Lange Zeit beherrschten die Wege durch die Bürser Platte das Leben und die Träume der drei. Und so wurden die Risse und kleinen Griffe über die Zeit zu Verbindungslinien zwischen ihnen. Beat Kammerlander ist ein Meister darin, vertikale Landschaften zu lesen und neue Routen zu finden. Viele Linien, die er in den Jahrzehnten in die Berge gezeichnet hat, sind wie die Werke eines Künstlers. Barbara Zangerl und Alex Luger gehören einer neuen, starken und selbstbewussten Generation von Kletterern an. Bürs befindet sich in Vorarlberg und das ist die Nachbargemeinde der kleinen Stadt, der alten Stadt Bludenz. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt für das Klostertal Richtung Arlberg, Disselfretta, das Montafon und das Brandnertal. Und am Eingang zu diesem Brandnertal gibt es diesen alten Steinbruch. Vor 150 Jahren wurde der ja noch Fels abgebaut. Und ich glaube, vielleicht vor 100 Jahren gab es eine große Sprengung. Und dabei ist diese Wandflucht der Bürser Platte entstanden. Und die einzige Artigkeit der Wand ist wahrscheinlich genau die richtige Steilheit mit der richtigen Tritt- und Griffgröße. Dazu noch, dass es so einige Sprünge durch die Wand gegeben hat, die es möglich macht, manche Routen eben clean zu klettern. Und wahrscheinlich das Wesentliche ist das, dass man dort sehr technische Klettereien findet, die gerade noch gehen in der Kombination von Steilheit, Griffgröße, Trittgröße. Und dass man lernen muss, mit Tritten umzugehen, die keine Tritte sind, sondern oft nur so ganz kleine Dellenmulden. Das ist vielleicht für mich das Geniale, diese technischen Anforderungen, die man braucht für diese Wand. Du willst hoch und du entwickelst eine Art von Besessenheit. Dass wenn du dann wirklich da oben stehst, dann ist das so ein innerer Prozess, ein Umgang mit seiner Angst und all den Gefahren. Und da lernt man sich kennen auf eine Art, die dir, wenn du dich nicht in die Situation begeben würdest, niemals passieren würde. Und das ist zum Teil auch ein großes Geschenk, dann zu erleben, wie stark man eigentlich ist.
Ganz am Anfang hat mich mein Bruder mitgenommen. In die Boulderhalle am Anfang. Und dann zusammen mit meiner Schwester angefangen. Und das war ein großer Vorteil, dass ich immer zusammen mit meiner Schwester unterwegs war. Und ja, die erste Person, die uns im Klettern so richtig geprägt hat, war dann eigentlich der Zangerlband. Weil der hat uns mit 12, 13 Jahren immer mitgenommen an den Fels. Und wir sind fast jedes Wochenende mit ihm weggefahren zum Bouldern. Und da war ich einfach insgesamt, glaube ich, 6 Jahre nur auf das Bouldern konzentriert. Und später dann hat es dann angefangen, dass ich einfach andere Sachen gemacht habe. Mal mit Seil geklettert, mal was Längeres probiert, mal das Rissklettern probiert. Und das sind eigentlich die verschiedenen Leute, die ich getroffen habe oder mit denen, wo ich unterwegs war, die prägen eigentlich. Ja, aber was ich faszinierend und ich finde, ist ja, dass du, man könnte es auch so definieren, als Astronaut geboren, oder? Du hast so eine schwere oder relativ schwere Verletzung, einen Bandscheibenvorfall und kannst nicht mehr bouldern gehen, weil das versuchst ein Jahr lang und hast immer einen Rückschlag nach dem anderen. Und der nächste Schritt ist, du fängst mit Sportklettern an, bist sehr schnell gut und es ist für den Boulder eigentlich schwer, diese Kraftausdauer zu entwickeln und setzt es dann gleich um in Mehrseillängenrouten, alpine Sportklettereien, in einem sehr hohen Level und bist dann innerhalb kürzester Zeit eine der besten und dann vielleicht erfolgreichsten Frauen mittlerweile, die solche schweren Routen im oberen 10. Schwierigkeits bis dato wiederholt haben. Also ich bin in einer Kletterfamilie aufgewachsen und habe das Glück gehabt, wirklich noch mit Kletterern in Kontakt zu treten, die das Klettern wirklich aus einem Grundbedürfnis und einer Grundleidenschaft betreiben. Da war der Sport noch sekundär. Also da ist wirklich um eine Lebenseinstellung gegangen. Ja, also die Tour Psychogramm. Das ist eine Risslinie, links vom Prinzip Hoffnung. Und es ist also wirklich ganz ein feiner Haarriss. Wenn man so vorbeigeht, würden es viele gar nicht erkennen, dass es irgendwie möglich ist zum Absichern. Ja, was ganz sicher passiert bei so einer Tour, da fängt man an in der Vorbereitungsphase, überlegt man sich, wie kann ich die Tour sicher machen? So gut, wie es halt möglich ist, in dem Stil, den ich vertrete, den ich machen will. Da versucht man verschiedene Sachen aus und überlegt sich Sicherungsmethoden mit zwei unabhängigen Sicherern und Sicherungsketten. Aber Alex, ich glaube, interessant ist oder Schilder die Konsequenz, denn das Ganze ist ähnlich wie ein Stunt. Weil das Problem bei der Tour ist, dass sie relativ nieder ist. Also das heißt, er hat nicht viel Fallhöhe zur Verfügung. Jetzt habe ich da die Probleme gehabt am Anfang der Schlüsselstelle und habe mir dann gedacht, okay, wenn ich jetzt da drüber komme, dann darf ich sowieso nicht mehr stürzen. Und das war dann der Moment vom Durchstieg. Das war am Vormittag, Donnerstagvormittag. Da habe ich ins Wetter geschaut, habe genau gewusst, ab Mittag bricht der Föhn zusammen, kommt eine Schlechtwetterfront. Und dann haben wir gedacht, ja, jetzt gibt es noch super Bedingungen, jetzt muss ich probieren.
Und ich bin da eingestiegen und das hat für mich einfach nur die Tour gegeben. Und legt da den letzten Keil, macht den Zug, trifft den Tritt, wo ich sonst nicht getroffen habe. Und dann habe ich so eine Energie gehabt, ich habe so die Griffe so zugemacht. Und bin dann rausgeklettert, ja, und also, es hat halt einfach alles gepasst. Das Wesentliche ist, wenn sich die Zeit auflöst und du bist absolut im Moment. Und es ist natürlich wunderschön, wenn sowas passiert, aber es ist nicht so einfach. Also von der ersten Idee bis zur Umsetzung ist oft ein langer Weg. Es ist auch ein Leidensprozess meistens mit dabei inkludiert. Aber auch das stetige Scheitern bei einem Projekt, weil das kann ja manchmal wirklich Jahre dauern. Das ist genau das, das einen persönlich weiterbringt. Oder man lernt ja meistens nicht im Erfolg, sondern eher im Scheitern. Und wenn man reflektiert ist und eine bestimmte Intelligenz hat, dann kann man ja aus dem was machen. Und das ist der gesamte Prozess, der interessant ist dann an so einem Kletterprojekt. Und dass man sich dann wirklich als Mensch verändert. Und ich glaube, die Lust auf Perfektion, die hat ja wahrscheinlich jeder. Aber die wirkliche Perfektion, die wird ja sowieso nie ein Mensch erreichen. Also, man könnte sie immer besser machen. Auf der Suche nach Perfektion und interessanten sportlichen Herausforderungen wird der Outdoor-Sport weiter und weiterentwickelt.